wieder drin bei Darksiders. Und wir haben im letzten Teil die ersten beiden Tore gereinigt, die den steinernen Wächter festhalten. Da haben wir das nächste Sauron-Auge, was uns zeigt, wo wir hin müssen. Okay. Dann frage ich mich, was uns jetzt für eine Challenge erwartet. Was gibt es? Ein neues Sauron-Auge, wo jetzt wieder das Tor vorkommt und der ganz böse, böse, böse lacht. Muahaha. Oh man, die Lache ist mal zu gut. The Gory End. Smaller, weaker enemies can be instantly killed at any time. Ja, das kennen wir. Okay, 30... Ja, 30 enemies mit dem Instant-Kill. Na gut. Fledermäuse können wir sowieso instant-killen. Das wird kein Ding. Noch ein Fledermaus springen. Ja, yeah, das hat Style. So. Bisschen öde, aber egal, es funktioniert. Ich will meine Bonusseelen haben, es soll möglichst schnell gehen. Instant-Kill. So. Komm her, du scheiß Fledermaus, du. Mach's halt so. Oh Mann, oh Mann. Okay, die Hälfte haben wir. Der nächste. Oh nein, nicht so ein Mega-Vieh. Dann füllen wir erstmal lieber unser Leben hier auf. Okay. Ach, leck mich. Leck, Sechser. Oh. Ja, was soll der Kack denn? Okay, es leckt gerade ziemlich. Ich weiß nicht wieso. Alter, das ist jetzt gerade nicht Heavy Rain, sondern Heavy Lag. Was soll denn der Kack jetzt? Und ich hab richtig wenig Leben. Okay, meine FPS scheinen sich gerade zu stabilisieren. Oder auch nicht. Fraps? Was hast du? Fraps, du Scheißprogramm. Ah, geht doch. Good. Okay, ich hab da schön viel Leben. Jetzt sind noch 5 Gegner. 4 Gegner. 3 Gegner, das ist schon mal so ein Drecksvieh. 2 Gegner, das große kill ich aber nicht. Ich hole mir auch eben die Fledermaus, kill da gleich den hier. Dann hat sich's ausge-executed. Ja, auf die Fresse, volle Fotze.
Sorry für die Lags, aber mein Preps hat da manchmal ein paar Probleme. Meine Güte, das Spiel macht so Fun. Sure, we can do it again, my friend. So. Und das letzte Tor steht uns jetzt noch bevor. Und was erwartet uns da? Hinten sehen wir es schon. Hauptsache, ich springe jetzt nicht in diesen tiefen Abgrund. Okay. Auf geht's. In die Tiefe. Jawohl, ich blase das vorn. Saurons Auge. Was uns böse anlacht. So, was gibt's jetzt? Aerial Brawl. Okay. 5 Gegner in der Luft killen. Das wird doch wohl easy sein. Erstmal vorfragen und... Einer. Okay, verstehe. Eine Full-Combo. Dann in die Luft. Und dann da in der Luft die Full-Combo. Und dann dürfte ich das haben. Und einer noch. Geht doch. Auge, du bist dran. Block Counter. War's reflexive instincts have been awoken. Allowing him to counter attack physical and projectile threats. Press RB just before the moment of impact. So. Nein, leider können wir es nicht nochmal machen. Gibt kein Portal mehr. Tut mir leid, Watcher. So. Und ab nach draußen. Was passiert da als nächstes? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Chill mal. Aber wir haben doch so schön viele Seelen. Mein netter Freund hier. Wollen wir nicht ein bisschen bei Wulgrim ausgeben? Weapons Death Rage, Multi-Hit Flurry, Leaping Buzz Saw Attack, Spin Scythe Toss in Air, Vertical. A Vertical Spinning Scythe Toss. Nee, den haben wir ja schon. Multi-Hit Flurry. Kein Neck Flurry, Leute. Kein Neck Flurry. Okay, Devil's Cross. Meteor Strike. Whirlwind Combo. Multi-Hit Slash. Whirlwind. Ah. Kaufisch. Und... Ne, dafür haben wir nicht die Punkte. Ansonsten gibt's auch nichts. Schauen wir doch mal. Yeah! Was, Mann? Geil! Ich liebe dich, mein kleines Schwert. Naja, obwohl du fast so groß bist wie ich, wenn nicht sogar größer. Greetings. Jawohl, Wulgrim, du hast es drauf. Ich finde Flügel auch irgendwie cool. Jetzt fliege ich da ganz gechillt drüber. Okay. Ja, die Sense ist auch irgendwie cool. Einschwingen im Aussehen. Von der Move gefällt mir.
Der hätte uns ja viel zu sagen. Ancestors pray you. Okay, Ravages. This enhancement increases war damage with environment weapon attacks. Okay. Upsala. Da ist jetzt ein Problem aufgetreten. Super mal wieder. Leute, es tut mir ganz schrecklich leid. Es tut mir echt leid, dass diese Sequenz jetzt abgebrochen wurde. Ich weiß jetzt nicht, was ich als zweites noch bekommen habe. Das Problem war ganz einfach. Also das ist jetzt ein anderer Tag, in dem ich das jetzt gerade aufnehme. nämlich hatte ich eben das Problem, dass meine Festplatte von Fraps voll war. Und der das einfach abgebrochen hat, mich auf den Desktop geschmissen hat. Dann wollte ich, habe ich Platz natürlich freigeräumt. Wollte wieder ins Game rein. Ja, was ist? Das Game stürzt ab. Super. Deshalb muss ich jetzt hier ohne die schönen Sachen, die wir bekommen haben, ohne euch das zu erzählen, weitermachen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie 5 Minuten könnte der Part noch lang sein oder so. Aber ich weiß nicht, wie lange es bisher genau war. Deshalb mache ich hier Schluss mit dem Part und mache dann im nächsten Teil gleich weiter. Und jo, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.